Und weiter geht's mit dem Super Mario 64 für den N64. Ich bin Peruaner und jetzt geht's wieder in dieses Level rein, in die giftige Giftgrotte. Nee, grüne Giftgrotte. Genau. Jetzt schon? Was will denn das Spiel von mir? Ach, ah, okay. Das ist mal, also nicht so allzu schwer. Oh je. Also es geht noch, hier die roten Münzen zu sammeln. Wie war das? Einmal sind sie hier und einmal muss ich da oben mit hin. Genau. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ich die ganze Zeit laber. Aber ihr werdet gleich sehen, wie dieser Stern sozusagen aufgebaut ist. Nämlich einmal muss ich hier drauf, auf dieser Platten, für die ersten vier roten Münzen. Und diese Platte bewegen in die entsprechenden Richtungen, die ich möchte. Und den mal kaputt machen. Da ist eine rote Münze drin. Wieder zurückfahren. So, dann nach vorne. Um das kaputt zu schlagen für die nächste rote Münze. Da müssen wir hier gleich einmal springen, weil sonst würden wir runterrutschen. Sieht da, ist da ganz logisch. Na toll. So. Dann nochmal ein Long Jump einfach jetzt mal hin, weil es mir einfach so lange dauert. So, jetzt könnten wir zurück. Die Plattform übrigens verschwindet nach ein paar Sekunden, wenn man nicht mehr drauf steht. Da ist sie jetzt schon wieder gespawnt. Wir gehen jetzt einfach wieder hier hoch. Fahren, glaube ich, einmal rüber, oder? Ja, sieht so aus. Einmal hierhin, einmal dahin. Nein, ach, jetzt bin ich runtergefallen. Nein, sei noch irritiert von dem Zeug, was der die Plattform gerade wieder gemacht hat. Einfach jetzt mal rüberspringen, hier dran. Hoch mit uns. So, und na, wo ist das Ding? Da ist das Ding. So, und jetzt müssen wir hier so einen kleinen Parcours abfahren. Bisschen langweilig, aber muss auch sein. Also, man sollte auf jeden Fall diese Dinger immer kaputt hauen, diese Kästen. Ich glaube, hier unter befindet sich diesmal keine rote Münze. Ist einfach nur dafür da, dass man noch aufpasst, dass man nicht irgendwie runterfallen sollte. Ja, wir fahren jetzt hier langsam rüber. Müssten dann gleich ein bisschen oft zweimal springen. So wie beim Pferdelaufen, Pferderennen, Hürdenlauf. Keine Ahnung, wie man das vergleichen kann. Und auch hier, wenn man zu lange. Hey, du scheiß Fledermaus. Wenn man zu lange diese Plattform verlässt, geht die auch irgendwann weg. Aber wir brauchen die jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil der Stern jetzt spawnt. Nachdem wir die achte Münze gesammelt haben. Und runter mit uns. Und zack. Stern 38. Das läuft ganz gut. Ich glaube, wir sind jetzt im siebten Part. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und haben 38 Sterne. Das gefällt mir eigentlich. Mache ich hier noch. Ja, hier mache ich noch schnell ein. Einer geht noch. Lauf auf den Grund des Sees. Das ist. Wir müssen wieder in Richtung Nessie. Aber doch, das mache ich jetzt einfach mal. Oder? Hole ich mir doch erstmal davor einen anderen Stern. Weil dieser Stern nicht. Zum Beispiel der da oben lacht mich auch schon so an. Ich glaube aber, ich komme in den gar nicht so. Ne, von hier komme ich an den Stern nicht. Aber da muss ich so einen riesen Umweg nehmen. Ich vergaß. Mal gucken, wo mich das hinführt, wenn ich hier hingehe. Aua. Hallo? Oh. Nixer Stern. Ich dachte, ich müsste jetzt noch irgendeinen Gang überqueren oder so. Übrigens eine der Stellen, für die man lange braucht, um die zu finden, finde ich. Ich habe den jetzt einfach so gefunden.
Na klar, ich weiß ja ungefähr, wo die Sterne sind. Das suche ich auch schon in der Nähe. Ich wäre nach da oben gegangen, hätte ich jetzt erwartet, dass da noch irgendwo ein Raum ist und man erst ein bisschen weiterlaufen müsste. Aber so geht's natürlich auch. So. Wow, da wäre ich fast mit dem Long Jump in die Spinne gesprungen. Das hätte wehgetan. Aber ist es auch nicht so wichtig. Wir gehen jetzt hier unten mal weiter. Hier haben wir zwei Wege zur Auswahl. Und ich weiß gerade nicht, wo welcher hinführt. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg. Ich glaube, das ist der Weg, da wo ich jetzt genau mir sicher bin, wo es hinkommt, wo es hingeht. Ja, genau. Das hier mit der grünen mit dem grünen Gift. Ist übrigens giftig. Ah ja, hier kann man sich ein Leben farmen, glaube ich. War das hier? Wenn man die oft genug tötet. Genau. Da ist das jetzt. Wo habe ich mich denn da verbrannt? Ach so, an dem... Boah, an der Kerze. Im Feuer. Ach ja, man ist übrigens auch gegen diesen Stoff immun, solange man in dieser Form ist. Kann man einfach so dagegen laufen. Da oben hat man schon eine Tür gesehen. In die werden wir jetzt erstmal reingehen. Ich weiß nicht, es gibt mehrere Türen. Also zwei insgesamt. Glaube ich noch, um mich daran zu erinnern. Ich frage mich jetzt genau, wo mich der hinführt. Dieser Aufzug gerade. Ich glaube, der führt mich gar nicht dahin, wo ich denke, wo ich hin wollte. Ah doch, doch, doch. Hier wollte ich ja hin. Okay, was anderes hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gesagt. Weil sonst wäre das ja fail. Nee. Hier klettern wir. Man kann übrigens mit Mario klettern. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das zeige. Nee, wir klettern jetzt so langsam uns hier voran. Wir klettern uns voran. Wieso nämlich noch immer so ein Wort dazu? Wir klettern langsam voran. Und schnappen uns Stern Nummer 40. Und um damit Suche im Nebel den Notausgang geschafft. Kleiner Moment. Nochmal einen Schnitt zwischendurch. Obwohl, ich wollte ihn auch nicht immer wieder ansagen. Wir könnten jetzt natürlich hier noch weitermachen. Aber erstmal gehe ich noch in eine andere Welt. Ich will noch ein bisschen andere Sachen zeigen. Wäre sonst zu langweilig. Wir gehen in die Feuerwelt. Ja, eigentlich eine ganz coole Welt. Werfe den Big Bully in die Lava. Lava ist nicht gut. Fällt man da einmal rein, geht man so ab und verliert an Energie. Also genauso, als ob man ins Feuer fallen, man vom Feuer... Oh, nein, nein, nein. Na, fuck. Als ob man von Feuer... Das war fies. Das war... Wie hat denn der das gemacht? Naja. Auf jeden Fall ist das Feuer fies. Man sollte sich auf jeden Fall nicht so anstellen wie ich gerade. Und ich sage das Wort auf jeden Fall sehr oft. So. Ja, sei nicht schüchtern. Oder so. Oder was stand da? Sei nicht blöd. So. Revanche. Du. Verdammter. Mini-Bully. So, hier lang. Neue Gegner. Diese Augen, wenn die ihn anfixieren, einfach im Kreis laufen. Oh nein. Jetzt habe ich einen Teleporter aktiviert. Ich will aber noch die Münze einsammeln, weil ich ja gerade Leben verloren habe, Energie verloren habe. So. Hier langsam vorbei. Da, da, da. Man kann eigentlich jetzt hier... Ups! Da habe ich ja aus Versehen den 8 Münzen, der 8 rote Münzen Stern gemacht. Das ist aber blöd. Den muss ich jetzt auch einsammeln. Ja, das ist total einfach, den zu bekommen. Und ich muss einfach mal zugeben, das ist eine der einfachsten Welten, um den 100 Münzen Stern zu kriegen. Weil, na, wie soll man sagen, weil mir hier
nach einer gewissen Zeit auch ein kleines Hilfsmittel bekommt und dann richtig schnell von einer Seite zur anderen Seite kommt. Und ja. Man kann sich vielleicht denken, was man hier bekommt, da unten. Nein. Sowas ist nicht gedacht. Ich wollte eigentlich nur nach vorne. Da hier unten in der Lava Münzen sind, kann man sich vielleicht denken, was man da bekommt. Ein Hilfsmittel, was feuerresistent ist. Obwohl ich, glaube ich, noch nie erwähnt habe, dass es feuerresistent ist. Naja. Wir werden ja dann sehen. Oh Gott, nicht ins Feuer. So, jetzt muss ich hier aufpassen, dass nichts von der Seite kommt. Da wollte schon was kommen. Und das ist Mr. Big Bully. Den müssen wir jetzt einfach mal ins Feuer werfen, in die Lava. Dann erscheint ein Stern, eigentlich ganz simpel. Und wir müssen über diese Plattform rüber, die so langsam einbrechen. Wir haben auch da auch nur ein oder zwei Chancen, weil diese Plattform nicht respawnen. Wenn man das verkackt, hat man es verkackt. Ja, das wäre Nummer 42. Wir gehen gleich wieder rein, um uns den nächsten Stern zu holen. Das dürfte eigentlich, wirf die Mini-Bullies in die Lava. Ne, werfe die Bullies in die Lava, die kleinen. Das ist, da ist gemeint, das mit gemeint, dass man so eine kleine, das ist so eine kleine Gruppierung. Und, die soll man in die Lava stoßen. Wenn man den in die Lava stößt, das bringt jetzt nicht viel für den Stern. Aber man kann es trotzdem machen, weil er nervt. So, und rüber da und... Wow, das war knapp. Habe ich ja nicht die schon mal erzählt? Erklärt man nicht. Das sind solche Sprungblöcke, wenn man die... Ich traue mich jetzt gerade nicht genau, das in der Lava zu machen. Und Mario... Naja, gucken wir mal. Das springt auf jeden Fall so dreimal. Und jetzt bin ich... Na, scheiße, jetzt bin ich schon... mittendrin. So, das sind die drei Bullies, die ich... um die ich mich kümmern soll. Ist ein bisschen nervig, wenn alle drei einfixieren. Nämlich, wie man gerade gesehen hat, wenn man einmal von denen so erwischt wird, ist es schwer, da wieder rauszukommen. So. Wir lassen übrigens auch jeweils eine Münze fallen. So, dich haben wir jetzt auch gleich. Zack. Bisschen komisch, aber egal. So war das damals. Und so und zack und bam. Jetzt hört man gleich wieder eine passende Musik und push. Ah, oh, da ist ein alter Bekannter. Oh fuck. Aua. Den müssen wir wieder in die Lava schicken. Schicken und schicken. Und da haben wir auch schon nächsten Stern uns freigeschalten. Und springen auch gleich rein. Und haben Stern Nummer 43. Werfen die Bullies in die Lava. Speichern und weiter. Wir speichern und gehen weiter. Ja. Tanze auf dem Baumstamm. Ein sehr nerviger Aufgabe. Aber man kann sie sich leichter machen. Oder auch nicht. Eigentlich sollte hier schon längst was spawnen. Nämlich eine Box. Aber das tut sie nicht. Dann muss ich mir hiervon ein bisschen Hilfe abholen. Obwohl das hier nicht so einfach ist. Weil man hier kaum Schwung kriegt. Wow. Oh ne. Ich muss nochmal neu starten. Also nicht neu starten, sondern neu an. Neu fliegen. Na, ich glaube, ich mache das so, wie es gedacht ist und cheate dann zum Schluss. Durch das Fliegen. So, hier zur Seite. Oder komme ich da jetzt schon hin? Wieso? 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 Ich
verliere gleich schon wieder die Kappe, ich sehe es. Doch komm. Na, ich mach's mal so, wie es gewollt ist. Man soll jetzt hier so ein bisschen den schieben, den man nicht in der Mitte stehen bleibt von dem Baumstamm, sondern immer so am Rand. Nicht in die andere Richtung, in die andere. Und man sollte aufpassen, dass man nicht abrutscht. Dann irgendwann. Ist man in der Lage, hier drauf zu springen. Und das war jetzt so ein Flugsprung. Eigentlich wollte ich irgendwie einen Longjump noch hinkriegen. Hat alles nicht so geklappt. Ja, außerdem hatte ich wenig Leben. Ich glaube, ihr vergebt mir. Aber ihr wisst ja jetzt, wie man das einigermaßen machen sollte. So. Ich habe es auch schon wieder ein paar Minuten verbraucht. Deshalb mache ich jetzt den letzten. Hole ich mir aus dieser neuen Welt einen Stern. Gobi, Waba-Wüste, folge den Riesengeier. Ein etwas nerviger. Na, Stern, den wir uns jetzt noch zum Schluss holen. Vor allem, wenn wir nicht mehr hier hochkommen. Boah, Mario, nerv nicht. So. So, einmal den. Dann benutzen wir noch zur Überbrückung nochmal den hier. Einfach nur, um erstmal dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Und das war extrem dumm. Und das war einfach nur... Nein, nein! Autsch. Wow, dass ich das noch irgendwie gerettet habe. Überrasche mich jetzt selber. Hey, du Adler. Nee, ich hab dich doch schon berührt. Willst du mir jetzt klar machen, dass ich es nicht gemacht habe? So. Oh, okay, das ist, geht doch einfacher. Normalerweise habe ich jetzt gedacht, dass ich mit ihm so eine Verfolgungsjagd machen muss. Übrigens, der Geier, wenn er ohne Sterne im Level ist, ist es manchmal so, dass er die Mütze stehlen möchte. Tierisch aufpassen, weil wenn man die erst verloren hat, dann ist man erstmal anfälliger und dann muss man die dann von dem Typen erstmal wiederbekommen. Und das ist nervig. So, ich beende den Part erstmal hier. Das sind die drei Level, die wir uns demnächst erstmal angucken werden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zu Super Mario 64. Ja, wo wir dann weitermachen. Bis dahin. Ciao, ciao.